Und hier ist Ihr Geheimtipp. Guten Abend, herzlich willkommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Es ist schon wieder soweit. Den Top-Geheimnissen heute auf der Spur unsere flinken Detektive. Hier ist Kurt Krömer. Annette Frier. Nora Tschirner. Und Piet Klocke. Es hat sich über all die Jahrzehnte sehr bewährt gemacht, dass bei uns die Spielregeln noch ihre Gültigkeit haben. Sie wissen es, nach 30 Sekunden. Dann geht die Frage weiter. Wenn jeder einmal dran war, ist die Runde offen. Und dann hoffen wir, dass alles erraten wurde. Wie zum Beispiel das erste Geheimnis heute von Mete. Hallo Mete. Also Mete. Und das Geheimnis von Mete für Sie zum Mitraten. Und die Umschreibung, es geht dann weiter mit Annette, wie mir der Rätselcomputer sagt. Mete macht viel durch. So, Mete, liegt das vielleicht an Ihrem Namen? Nein. Nein? Es hat gar nichts mit dem Namen. Sie machen viel durch im Leben generell. Ja. Ja, mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern? Nein. Nein. Mit Ihrem Gesicht? Nein. Nein, nein, das nein, um Gottes Willen. Ich versuche, der Sache näher zu kommen. Schon alles verkehrt. Ja, überhaupt macht viel nicht. Durch. Durch. Durch etwas durchkommen. Ist es eine handwerkliche, ist es etwas, Ja. Ja? Ja. Greifen Sie durch. Im Idealfall. Drücken. Ja, das ist. Gutes Verb. Ich möchte eigentlich was warten, bis Piet dran ist. Sie drücken was durch etwas durch? Ja. Sind Sie. Hat was mit Medizin zu tun? Nein. Okay, bin ich froh, dass das. Ja, wobei, es kann sehr medizinisch ausführlich werden, aber. Hat es was mit Fleisch zu tun? Ja. Naja, wie soll man sagen? In gewisser Weise geht es um die Wurst. Ja, da es ja ein Geheimnis ist. Und durch die Wurst, das heißt also, Sie haben eine öffentlich nicht angemeldete Metzgerei? Nein. Nicht. Nein. Machen aber trotzdem immer wieder gerne viel durch. Ja. Dann ist es eigentlich einfach. Achso, ich bin da noch dran. Ja, das, was Sie durchmachen. Kann man das in jedem guten sortierten oder an der Tankstelle? Ja. Was? Ja? Ja. So, ich bin dran. Tankstelle schon, muss man aber einen Schlüssel holen vorher. Ja, ein bisschen darf man noch helfen, oder? Hallo. Toilette. Ja. Bitte? Toilette? Sehr gut. Ja. So, Kollege Geschäftsfreund. Sie drücken auf Toilette Schlüssel durch. Nee. Sie sind Toilettenhersteller? Nein. Nein. Toilettenschlüsselhersteller? Nein. Auf Toiletten, Tankstellen? Nein. Toiletten was? Mann, ich muss warten. Schüsseln? Ja. Sie greifen durch in der Toilette, also wenn die Toilette verstopft ist, kommen Sie an der Tankstelle? Nein. Die Tankstelle war nur ein. Ja, generell, auch zu Hause. Bitte? Toilettenmann? Nein. Sie sind. Was denn? Das ist ein total guter Beruf. Greife durch. Sie greifen durch die Toilette. Sie greifen doch offensichtlich in die Toilette rein. Ja, um was zu tun? Um sie zu reinigen von befreien. Ja, wieso greift man denn sonst ins Klo? Aus Hobby, ihnen macht das Spaß. Zum Beispiel um zu heiraten, sagt man auch, das war ein Griff ins Klo. Oder so. Meine letzte Ehe war ein Griff ins Klo, ist ja nur wirklich Umgangssprache. Ihr wart sehr nah dran, aber ich kann es nicht geändert. Professor Dr. Mete Demiritz richtig ist Toilettentester. Was?
Also das heißt, Sie sind genau Professor für Sanitärwesen. Sanitärtechnik, ja. Sanitärtechnik. Richtig. Das heißt, die Welt der Toiletten ist noch längst nicht ausgetestet? Nein, da ist viel zu tun. Zum Beispiel? Da ist zu optimieren das Spülverhalten der Toiletten und auch Reduzierung des Spülwasservolumens. Ja, dann durch die EU-Erweiterung überhaupt Länder mit der Toilette in neuester Form vertraut machen. Wir haben hier so mal aufgebaut, wie rum kommt das? Ist das so richtig? So rum gehört das? Ja. Vorsicht, verletzen Sie sich nicht. Ja, oh, das wäre will. So. Das ist eine Toilette, geschnitten natürlich, ein Tiefspüler. Ein Tiefspüler. Kann man generell sagen Tief- oder Flachspüler? Gibt es Vorteile, Nachteile? Oder ist das individuell? Beim Flachspüler kann man ja Stuhlproben nehmen, das ist der einzige Vorteil. Ja, das muss ich sagen. Ich bin Flachspüler-Fan, weil der Stuhl bleibt liegen und man sieht eben, ob zum Beispiel Blut im Stuhl ist. Das wollten wir nicht wissen, Harald. Ja. Das ist das Schlimme, dass du das wegdrückst, also verdrängst. Ich kann sonst nicht leben. Kann sehr gefährlich. So, bitte. Ja. Also wir testen normgerecht. Es gibt... Mit der Hand? Normprüfkörper. Das sind also genormte Prüfkörper. Da gibt es eine Herstelleranleitung. Da bauen wir diese Fäkalien. Die werden dann hier angebracht. Ja. Und dann wird gespült. Ja. Wir haben das erweitert mit Pflaumenmus. Wir bestreichen die Pflaumenmus. Dann kann man auch den Weg sehen, wo die Bremsspuren in einem Geruchsverschluss natürlich bleiben. Natürlich, gerade in Zeiten von Norovirus mit spritzenden Stühlen und so weiter, wo es ja unter den Brillenrand geht. Ja. Dann gibt es diese Kugeln, die schwimmen hier. Die sind die leichte Fraktion, wenn man Zigarettenstümmel reinwirft. Und wird das auch noch, früher war ja immer noch das Damenzubehör, das Ganze verstopft hat und so weiter. Darf man ja auch nicht. Mittlerweile. Wie ist es mit dieser Atomabsauge in Flugzeugen, was für mich eigentlich immer ein Höhepunkt des eigentlich erotischen Daseins ist? Kann man das ist auch natürlich sehr wassersparend. Ja, ist es auch weil damit zu empfehlen? Ein Es gibt die auch. Das ist in manchen öffentlichen Gebäuden sehr interessant, um Wasser zu sparen. Und wenn man nicht weiß von vornherein, wie dieses Gebäude benutzt wird und wo die Toiletten hinkommen sollen, kann man solche Toiletten anbringen. Herr Professor, sehr interessant. Es kann nur ein kleiner Ausschnitt sein. Lassen Sie die Toilette ruhig stehen. Es kommen noch Prominente. Weiterhin, wie sagt man, gut Stuhl, viel Erfolg. Danke. Ja, alles Gute, ja. Professor Milton Demeritz vom Institut. So. Das nächste Geheimnis, auch sehr, sehr schön. Herzlich willkommen, Friederike. Hallo Friederike, bitte schön. Friederike ist Schülerin, 9. Klasse Gymnasium in der Nähe von Darmstadt. Genau. Und das Geheimnis ist folgendes. Und die Umschreibung für euch. Nora ist die Nächste. Friederike dreht schnell durch. So, ich notiere mir das. Hast du was mit Sport zu tun? Ja. Du bist sehr sportlich, ne? Ja. Ich mache mal über Äußerlichkeiten halt was. Das ist ja sehr schlau. Ja, und hast du was mit Turnen zu tun? Ja. Oder mit rhythmischer Sportgymnastik zum Beispiel? Hab's. Machst du viele Flickflacks? Drehst du dich selber gerne mal durch die Lüfte? Da habe ich ja mal vorgelegt, Herr Klocke. Ja, also Sie arbeiten aber nicht beim Ballett. Nein. Sondern in der... Ja, und man... ich gehe davon aus, dass Sie nicht in der Leichtathletik tätig sind, sondern im Turnen beispielsweise. Sag ich ja. Und dort drehen Sie also durch, weil Ihr Trainer, Sie drehen. Ich hab's, Sie sind zigfachste Olympiameisterin hier in diesem Rhönrad. Nein. Ja. Also Meisterin ist schon richtig, aber nicht Rhönrad. Es geht jetzt eigentlich nur noch zwischen 621 Sportarten, die richtige rauszufinden. Schade, ich dachte, jetzt hätte ich's denn. Ja. Kommen wir jetzt zum Wetter. Dreht schnell durch.
Alles dreht sich um Friederike. Wie sind Sie hier mit diesen Fähnchen da? So eine Strippe dran, an so einem Stock dran und dann drehen Sie da... Eiskunst drehen. Beim Schwimmen drehen Sie sich. Sie drehen sich in der Luft? Nein. Also mehr Turnen. Ja, beim Turnen, beim Bodenturnen drehen Sie sich. Auf dem Balken drehen Sie sich. Eine Sportart, von der am Reck? Nein, von der man gar nicht weiß, dass es eine offizielle Sportart ist. Synchronturnen. Ja, ich will euch da nicht hängen lassen. Was ist das? Flaschen drehen. Ja, ich kenne die Sportart. Ist das mit jetzt ist die Runde offen, ne? Bitte? Mit diesem. Das ist auch rhythmische Sportgymnastik, oder? Aber sind da mehrere Leute beteiligt oder nur jetzt du? Wenn auch mehrere. Aber also eigentlich nur sie. Eigentlich in dem Moment. Also voll fies geantwortet. Eine ganz, ganz populäre Sport. Turmspringen. Nein. Auf der Straßensportler eigentlich früher, als die Mädchen noch Schürzen trugen. Radschlagen. Sie schlagen gerne Rad. Nein. Also, man kann es auch zu zweit spielen und einer macht es und zwei. Seilspringen. Das heißt, Seiltänzerin. Weltmeisterin im Seiltänzen. Ja! Nein, nicht Seiltanzen, Seil. Seilspringen. Hüpfen. Gummispitz. Friederike ist die schnellste Seilhüpferin der Welt. So, ist das das Seil? Ja, ist das. Mit dem Sie gleich springen, oder? Ja, mit dem springe ich jetzt. Welches ist das das Wettkampfseil? Genau. Das ist der Wahnsinn. Das ist das Wettkampfseil. Ja? Boah. Das können wir hier gar nicht benutzen, weil es so dünn ist, man sieht das Seil nicht. Verstehen Sie? Es würde so aussehen, also einfach nur so machen, aber nicht springen. Ja? Dieses Seil kennt man aus Scorsese-Filmen und so weiter. Ja. Dann würde ich sagen, am besten man schaut sich das mal an. Es ist so unglaublich schnell, dass selbst ein Seil von dieser Dicke kaum zu sehen ist. Friederike, einmal bitte auf die Position gehen. Und es gibt nämlich nicht nur die Möglichkeit, einfach nach vorne, sondern auch Figuren zu springen. Vielleicht einmal normal springen, erstmal. Erstmal normal. Kann ich auch. Ich meine, wie lange können Sie das machen oder wie oft? Also bei meinem Weltrekord habe ich das 30 Sekunden lang gemacht und habe dabei 188 Durchschläge gehabt. Wie wird das eigentlich gemessen? Kann es jemand mit bloßem Auge? Nein, das ist eine Maschine oder mit Nein, das wird mit bloßem Auge gemessen. Also es gibt drei Kampfrichter, die zählen das und zählen dabei immer den rechten Fuß. Sind das so diese Russinnen, diese Strengen, die das so... Nein, die kommen von überall her. Von überall her. Ja, dann zeigen Sie doch mal bitte zwei, drei Figuren, die man so springen kann. Boah. Wir haben sie gesehen. Tolle Sache, weiterhin viel Erfolg, Dankeschön. Aber mehr als Weltmeisterin kann man nicht mehr werden. Ja. Aber den Titel verteidigen. Genau. Ja? Und ich glaube, Sie haben viel Mut gemacht, die ein paar Kilo zugelegt haben. Erstmal zu Hause üben in der Nähe der Glasvitrine. Dankeschön, alles Gute, Friederike Müller. So, jetzt kommt der nächste Geheimnisträger. Herzlich willkommen, Hannes. Hannes, bitteschön. Und falls Sie schon zu Hause atemlos gespannt sind, das Geheimnis von Hannes. Es geht weiter mit Herrn Klocke. Ja. Hannes muss beruflich ständig brechen. Ja. Ich nehme mal nicht an, dass Sie Stuntman in einem Kriminalfilm sind und dort Knochen? Nein. Ist es eine ganz normale Sportart? Entschuldigung, Sport gar nicht. Bitte? Ja, mit Sport hat es gar nichts zu tun. Ja, ja. Das ist schrecklich. Ja. Du bist doch gar nicht. Wer ist dran? Bin ich dran? Ja. Ja. Ach so, brechen. Sie brechen Sachen. Ja. Herzen?
Herzensbrecher. Nein, völlig anders. Es ist mehr biblisch. Abendmahl. Sie brechen Brot. Zum Beispiel, aber die West-Variante von Brot. Wein. Fladenbrot. Nee, nein. Westlich. Ah, oh, Mann. Ein Hostie, Sie sind... Nein. Sie brechen den Willen. Nein, aber es jetzt geht bei katholischer Kirche. Gelegentlich, also, aber... Gelegentlich. Sie brechen schon Gegenständliches. Und Lebensmittel. Lebensmittel werden gebrochen. Ja. Ja, um die zu sehen, was da drin ist. Sie sind Lebensmitteltester. Nein, natürlich ist auch völliger Schwachsinn. Das ist mir vollkommen klar. Ein spezielles, also zum Beispiel Holz oder so, brechen Sie? Nein, also alles Mögliche. Lebensmittel. Ja, eine Gurke. Ja, ach so, nur Lebensmittel. Nein, nicht nur, aber auch. Auch. Ja, das habe ich gut gemacht. Ja. Sind Sie aus Österreich? Ja. Aha! Aber wenn ja. dann könnte es ja vielleicht ein auch daher entstammendes Lebensmittel sein, was man eher in den Bereichen isst. Das ist spezifisch nicht. Okay, dann weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Das ist aber hat das mit, weil er so gesprochen hat, von Österreich? Ach so, das habe ich gedacht. Ja. Und Brot, aber es ist wie Brot. Ist es aus Teig? Ja. Machen Sie Pizza, Nudeln, Schnickschnack, sowas? Die Runde ist offen. Sie sind Knäckebrot-Knacktester. Ja. Ist es in Österreich nicht verboten, Lebensmittel zu brechen? Nein. Sie sind so Geräuschdesigner für Lebensmittel und hören immer wie eine Wurst. Hallo, wie kommt man denn da so schnell drauf, auf so ein Fachausdruck? Weil man zu viel Fernsehen guckt, ohne dass... Ist es richtig? Ja. Nein! Oh Gott. Geräuschdesigner für Lebensmittel. Als du hast gewusst, dass es Geräuschdesigner gibt, oder du hast... Entschuldige, ich informiere mich, Harald, bitte. Du hast es gewusst, dass es Geräuschdesigner gibt? Selbstverständlich. Das ist ein sehr interessanter Beruf. Vielleicht sollte es dich auch mal interessieren. Für ja, wieso? Was macht denn so ein Geräuschdesigner? Das ist irgendwie echt interessant. Ne? Ihr seid die uns so fies manipulieren. Ihr hört, wie die Wurst am besten knackt und dann kauft man die, wo man denkt, oh, die ist aber knackig. Dabei liegt es nur am Geräusch, weil die sich ausdenken und manipulieren. Das ist ein Manipulator. Genau. Das ist ja beängstigend. Wer hört denn bitte bei einer Wurst drauf, wie sie knackt, wenn man sie isst? Wir alle. Wirklich? Ohne dass wir es wissen? Ohne dass wir es wissen. Also bei Ihnen ist es hauptsächlich, deswegen, das sind die Kekse. Das heißt also, irgendeine Bröselfirma stellt Kekse her und sagt, schmecken tun sie super, aber klingen tun sie irgendwie noch nicht so optimal. Genau. Ja? Hey. So, dann ruft man Sie an. Und mich an. Sie haben vielleicht gerade das Handschuhfach eines Autos designt, vom Geräusch hier. So ähnlich. Das wird auch designt, ja? Sicher. Hast du das gewusst, Piet? Bei meinem Auto, wenn ich die Tür schließe, hört sie an wie ein Keks. Lassen Sie mal bitte einmal hören. Zu Hause jetzt ganz still. Ja, ganz still. Das Kauen gehört... natürlich auch dazu. Der Gründervater sozusagen, der Sounddesigner Friedrich Blutner aus Geier im Erzgebirge, hat Tests gemacht, dass man das Knacken der Knackwürste noch bei 180 km/h auf der Autobahn entsprechend hört. Entschuldigung bitte. Das wäre doch das Idealgefühl. Sind wir den Geräuschen permanent ausgesetzt. 180 auf der Autobahn, Augen zu und dann in den Knackwurst beißen. Also kann man denn schöner Tschüss sagen? Ja, das vielen Dank. Ja, alles Gute. Sensation. Und ich hatte schon Angst, wir wären dekadent. Ja, aber das ist doch wirklich mal eine Sache, die man brauchen kann. Geräuschdesigner für Knackwürste. Unser prominenter Gast heute, meine Damen und Herren, eine wunderbare Kollegin, Moderatorin, Tänzerin, Schauspielerin, Bestseller-Autorin, Schauspielerin und. Herzlich willkommen, Kim Fischer. Ich habe nichts vergessen, oder? Tänzerin, ich bin beeindruckt. Doch, weiß ich auch. Ja. Ja, Tänzerin. Wow. Bitte schön. Das Geheimnis von Kim Fischer. Und die Umschreibung: Kim fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut. Da machen wir doch mal eine kurze Denkpause von 20 Sekunden für Sie und für uns und für alle.
Es gibt Wunder und es gibt das Örtliche. Mit allen Elektrikern, netten Nachbarn und Obsthändlern. Ganz nah hier drin. Das Örtliche, ohne Ö fehlt dir was. So, es geht weiter mit Piet Klocke. Ja, die Haut war ein Kleidungsstück. Mhm. Ja. Dann sind Sie, es war eine Filmrolle. Nein. Es war eine private, was ist denn? Nicht. Sie sind sehr sinnlich, Herr Klocke. Bitte? Sie stellen sehr sinnliche Fragen. Ja, ich liebe Sie. Ist das neu jetzt? Oder? Ich hätte auch Zeit. Ja. Herr Krömer, bitte. Mein Zeit hier. Sie haben Ihre Haut. Na, was? Bodypainting gemacht. Nein. Was ist ein Hautausschlag? War es was Schönes oder was? Also ich muss mit Ja und Nein. War es was Schönes? Na, Herr Klocke hatte schon rausgefunden, es ist ein Kleidungsstück. Es geht um Kleidungsstück. Es ist ein Kleidungsstück. Ja. Eine Hose? Das war. Nein. Ein Oberteil? Auch. Oh. Ja, nee. Es ist eine Allergie? Nein. Warst du krank und musstest was Bestimmtes anziehen? Nein. Du bist Geräuschdesigner. Ja. Ja. Für Kleider. Es ist zweiteilig. Ja. Also es hat, gibt ein Oberteil und ein Unterteil. Ja. Und das hast du öfter angehabt? Nein, nur einmal. Schlangenhaut, war aus Schlangenhaut. Nein. Jetzt ist die Runde offen, jetzt könnt ihr generell. Ja, beim Versandhaus ein Kleid bestellt, hat nie passt, hast dich nicht wohlgefühlt, Ende gelöst, fertig, aus. Hause, tschüss, bis nächste Woche. Dein Kleid ist geplatzt. Nein. Sehr, nein. Schade. Ist ein Malheur passiert? Ist ein Malheur passiert? Ja, es war eigentlich im übertragenen Sinn. Also du warst auf einer Veranstaltung der Organisation PETA. Siehst du? Ja. Das ist, die sind weltweit bekannt für Tierschutz. Mhm. Und was geschah dann? Ich kam in toter Tierhaut, also in toten Tier, in Tierhaut hier, in Leder. Ich habe es aus Versehen natürlich gemacht. Also ich habe gedacht, okay, Pelz hast du eh nicht, also kannst du jetzt deinen Lederrock anziehen. Und stand tatsächlich dann bei einer Freundin in Hamburg, kurz bevor diese Veranstaltung losging, von oben bis unten, bis Lederstiefel, Lederjacke, Lederrock. Und fand mich schick und die sagte, du weißt schon, dass du ein totes Tier schleppst. Nee. Und dann haben wir eine Pressefrau befragt, was wir jetzt sagen können. Und die sagte, pass auf, das wird schwierig, aber du gehst da jetzt auf diese Party, weil ich hatte auch nichts anderes dabei. Und du sagst jetzt einfach auf die Frage, sie sind ja mutig, ein totes Tier. Sagst du, allein die Frage ist schon eine Unverschämtheit, weil ich trage natürlich kein Leder. Das habe ich heute extra für diesen Abend gemacht. Das wollte ich mal zeigen, dass es auch mit Kunstleder geht. Ja, ja, also es ist nochmal glimpflich abgegangen. Und die Tiere haben davon profitiert. Die danach. Stimmt. Ein Glück hat es Paul McCartney nicht gesehen, der wird auch immer so böse. Ja, aber das ist auch immer so ein Unterschied. Ich meine, die Leute ziehen sich nackig aus, hängen sich eine Schlange um die Problemzone und sagen, ich gehe lieber nackt als mit Pelz. Stimmt, und 2 Jahre später tragen sie aber Pelz. Stimmt. Und ich dachte, dann komme ich mal gleich in Leder. Eben. Und es ging ja glimpflich ab und die Tierwelt blüht wie eh und je. Kim, vielen Dank. Ein wunderbares Geheimnis. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Danke. Ja. Kim Fischer, meine Damen und Herren, das war's für heute. Es verabschieden sich Annette Frier und Kurt Krömer und Nora Tschirner und Piet Klocke. Dankeschön, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.